Dem Esel wird ja viel nachgesagt. Stur soll er sein, dumm und die Tritte unberechenbar. Diese beiden bekommen heute die Hufe geschnitten. Und das macht Rosi Schnitzenbaumer. Hallo Rosi. Ja, die Brigitte. Grüß dich. Servus. Super. Das ist ja schön. Hast du die gefunden? Ja. Wir sind ein bisschen versteckt. Ja, ich bin gespannt auf die Esel. Ja. Sag mir mal eins. Sind die Esel, ist es wirklich gefährlicher, die auszuschneiden als die Pferd? Nee. Eigentlich nicht, das ist immer eine Erziehungssache. Genauso wie beim Pferd auch. Ob ein Esel steht oder nicht, ob der schlägt oder beißt, es ist immer eine Umgangssache und eine Erziehungssache. Das Werkzeug noch mit. Die Huftechnikerin kennt sich mit Pferden und Eseln richtig gut aus und unterrichtet auch. Ich sage immer zu meinen Schülern auch, das schaut nicht bloß cool aus, sondern das ist auch sinnvoll. Das Ganze. Man hat erstens mal Werkzeug alles an Mann bzw. an Frau. Und ja, es ist einfach schon eine Schutzgeschichte. Wir haben einen Umgang mit sehr scharfen Sachen. Das Messer ist scharf, die Raspel ist scharf. Natürlich auch als Schlagschutz sollte doch mal irgendwie. Die beiden Esel in Lengmoos gehören zu ihrer Stammkundschaft. Hallo, Brigitte. Hallo. Genau. Wir sind die zwei. Aha. Genau. Stell sie mir doch bitte mal vor. Das ist der Jack, der ist 6 Jahre alt und das ist die Wilma, die ist 15. Aha. Jack, kannst du ein bisschen rutschen? Ein bisschen rutschen. So, nochmal ein bisschen. Nochmal ein bisschen rutschen. Geht schon. Sehr freundlich zu ihm. Ja, Esel sind da auch sehr nachtragend. Wenn man Esel ungerechtfertigt irgendwie haut oder so irgendwas, findet ja keiner lustig. Und die rächen sich wirklich. Also die sind wirklich so, dass die dann auch nach 20 Jahren dich nur erkennen. Ach komm. Und genau wissen, mit dir habe ich noch eine Rechnung offen. Ja, das ist also wirklich phänomenal. Eselhufe unterscheiden sich von Pferdehufen in der Form, aber auch in der Stellung. Das muss Rosi bei der Arbeit beachten. Das ist eigentlich mehr als Nägelschneiden beim Menschen, oder? Ja, definitiv. Es ist so, dass man nicht sagt, man schneidet einfach eine Scheibe ab, sondern du hast hier oben drüber ja Gliedmaßen und Gelenke und die sind nie ganz gerade. Das heißt, du hast hier einfach unterschiedlichen Druck, du hast unterschiedlichen Abrieb, teilweise unterschiedliches Wachstum. Das heißt, der Huf würde schief werden. Das kann wirklich zu heftigen Erkrankungen führen und das ist einfach eine Gesundheitsvorsorge. Ja? Also das heißt, wenn du jetzt da nicht richtig schneidest, dann hat er ein Problem? Mhm. Definitiv. Definitiv. Alle 8 Wochen kommt Rosi zu den Eseln von Gabi Beham. So schnell wachsen und verändern sich die Hufe. So, das passt, Jack. Super. Oh, bist ein braver Bub. Ist es einfach, jemanden für die Hufe, für die Esel zu finden? Nee, ist es nicht. Also ich hatte mit ihr damals Glück. Hallo, weil vorher war mal einer da, der hat also sonst nur Pferde gemacht und der hat auch jetzt gerade beim kleinen Esel die Füße halt so hochgezogen. Das war ein Drama. Eine schöne Fügung für die Vierbeiner, dass Rosi ihren Job als Schuhverkäuferin aufgegeben hat. Gelernt hat sie ja eigentlich Köchin. Aber pferdebegeistert war sie schon immer. Ich bin immer jemanden gewesen, der gern rausgeht in die Natur, der mit den Händen was schafft, also Handwerk. Dann natürlich die Verbindung zu den Tieren. Eigentlich war es schon so ein bisschen das Hobby zum Beruf machen. Ihr eigenes Pferd hat sie auf einem Hof mit Milchviehhaltung stehen in Genach im Landkreis Augsburg. Dort gibt es auch Pensionspferde. Rosis Connor lebt in einer Herde im Offenstall. Dann holen wir mal einen Connor. Da bin ich gespannt. Ja, ist das der Lucky? Ich komme da eh schon. Hallo Lucky. Oh, den brauchen wir gar nicht holen. Nein, der wenn mich hört, dann ist er mal gleich da. Ja, und den Connor, den hast du mal von dem Hufschmiedtermin mitgenommen, oder wie? Nee, das war seine Mama. Ich habe seine Mama tatsächlich bei einem Schmiedtermin mal mitgenommen. Die habe ich kennengelernt und ja, und es ging eigentlich über ein paar Monate und dann und irgendwann. Und die Besitzerin hat dann auch gesagt, nee, und das Pferd, das ist dein Pferd. Das ist ja, wer der mit dir umgeht und so. Und den habe ich dann selber rausgezogen. Das ist der Sohnemann von ihr. Zugeschaut habe ich beim Ausschneiden oft, aber praktische Erfahrung habe ich keine. Jetzt wird's ernst. Das soll sich ändern. Jetzt Schürze für dich. Okay, damit ich geschützt bin. Damit du geschützt bist, genau. Dann darf ich richtig offiziell begleitet mal Hufe raspeln. Genau.
Wichtig ist immer, dass die Schürze so ein bisschen auf der Hüfte ist, weil wir ja doch sehr viel in gebückter Haltung arbeiten. Und wenn die Schürze so hoch verschnallt ist, dann liegt die genau auf der Lendenwirbelsäule. Und dann kriegst du natürlich Rückenschmerzen, vor allen Dingen, wenn du das wirklich mal den ganzen Tag machst. Dann ist wichtig, dass man das nicht bloß mit zwei Händen irgendwie so nimmt, sondern wirklich so ein bisschen mit dem Oberschenkel das Bein ein bisschen mitnimmt. Aha. Und die Bauchmuskulatur anspannt, weil sonst geht das voll auf den Rücken. Ja? Also das sind immer so diese kleinen Tricks. Was bei der Fachfrau so einfach aussieht, ist ganz schön anstrengend. Jawohl. Also da hast du gesagt, hier mit vornehmen. Jawohl. Nach oben. Drauf. Jawohl, super. So, und jetzt Conor hält und dann die Raspe. Genau, die feine Seite. Die feine Seite, ja, okay. Genau. Besser. Und dann am besten wirklich so rum, weil so ist gefährlich, dass du ihn hier irgendwo verletzt. Okay. Sondern wirklich so rum. Nimmst mit der rechten Hand oder so. So? Genau. Und dann raspelst einfach mal so ein bisschen rum. Genau, super. Und schön durchziehen. Genau. Ich sage immer, der Hof ist rund, der Hof ist rund. Conor hat schon einige Schüler erlebt. Manchmal testet er sie. So. Ja. Ja, ganz gut. So leicht lasse ich mir nicht den Schneid abkaufen, lieber Conor. Jawohl, wieder schön mitnehmen, jawohl. Aufstehen, super. Prima. Genau. So. Und jetzt, dass im Prinzip in dem Bereich hier, dass die Hufwand nur ein bisschen strecken, sagen wir. Genau. So? Ja, super. Genau. Jetzt hält er aber seinen Fuß wirklich gut. Ja. Ja. Manchmal ist er wirklich anständig. Für ihre Kunden hat Rosi ein Ziel. Für mich ist immer wichtig, die Pferde sollen nach der Bearbeitung auf alle Fälle genauso gut laufen wie vorher. Am allerbesten, aber noch besser. Ja, das ist eigentlich immer unser Ziel, immer möglichst ans Optimum ran zu gehen, dass die Pferde wirklich gesund alt werden können. Conor war, wie seine Besitzerin, für mich dann doch ein geduldiger Lehrmeister. Vor 6 Jahren hat Rosi eine eigene Schule für Hufbearbeitung gegründet. Ihre Schüler kommen aus ganz Deutschland und Österreich. Linda Stadler ist selbst Hufschmiedin und unterrichtet Theorie und Praxis für die angehenden Huftechniker. Und jetzt? So, jetzt zeige ich dir gleich mal, woran meine Schüler arbeiten. Ah, okay, Kühltruhe. Kühltruhe, genau, nicht erschrecken. Ach du Schande. Wir haben hier Hufe drin vom Metzger, von Schlachtpferden. Schaut ein bisschen makaber aus, das Ganze. Allerdings muss ich sagen, man muss den Pferde sehr, sehr dankbar sein. Weil die Schüler mit diesen Hufen lernen. Es ist so, wir machen ja sehr viel Orthopädie und du kannst ja nicht auf ein gesundes Pferd einen orthopädischen Beschlag drauf machen. Die Beine müssen jetzt erstmal auftauen. Rosis Schule liegt abseits, fast idyllisch. Das hat seinen Grund. Die Hufbearbeitung macht Krach und die Kurse sind immer am Wochenende. Und ja, sucht euch was aus. Nur der Hufschmied arbeitet mit Feuer und Eisen. Die Huftechniker schützen die Hufe mit Beschlägen aus Alu oder Kunststoff. Johanna Hartung kommt aus Fulda und arbeitet schon im Nebenberuf als Hufpflegerin. Ich hatte ein krankes Pferd zu Hause und mir konnte keiner helfen. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich das selber und habe mir viele Informationen rangeholt, auch aus den USA. Aber ja, zu Rosi bin ich gekommen, weil sie Bücher geschrieben hat, die sehr verständlich sind. Warum machst du den Kurs? Ja, tatsächlich, also anfangs aus der Not heraus, die Barhufausbildung. Ich war ursprünglich Goldschmiedin und hatte keinen Hufbearbeiter für meine Pferde, wie ganz viele, glaube ich. Marie Herr hat ihren Beruf komplett gewechselt. Es sind besonders viele Frauen, die zu Rosi in die Schule kommen. Kraft und Genauigkeit sind gefragt. Wenn du aber das Problem hast, dass er dir nicht kommt, dann nimmst du ihn einfach ein bisschen steiler. Okay. Ja? Dann kommt er da besser raus. Mhm. Und jetzt ist er da, guck. Super. Danke. Bitte. Linda und Rosi wollen, dass ihre Schüler neue Werkstoffe kennen und die Techniken dafür beherrschen. Schon lange gibt es Alternativen zum klassischen Hufeisen. Schön an. Die Rosi war meine Ausbilderin damals schon.
Und es war zwar Eckel zum Hinfahren zur Rosi für mich auch, aber ich habe gesagt, ich möchte halt wo mitfahren, wo ich auch arbeiten darf und wo ich was lernen kann. Und was man halt sagen muss bei der Rosi, wenn man die Rosi kennengelernt hat, ist man gern bei der Rosi. Es macht halt Spaß. Es macht halt wirklich einfach Spaß, weil es familiär ist, weil es einfach klein ist, weil es menschlich so nett ist auch. Ja. Dazu zählt natürlich auch die Schule in dem schönen Umfeld. Also ich habe schon gespürt, dass du das mit Herzblut machst. Ja. Also allein, ich meine, ich als Laie mit der Raspel und du stellst mir dein eigenes Pferd zur Verfügung. Ja, klar. Danke. Ja, klar, habe ich gern gemacht. Und ich finde das immer, man lernt ja immer auch noch was, wenn man es einfach selber macht.